Jetzt kommen wir in der Tat zum zweiten Halbfinale des heutigen Abends. Stuttgart gegen Bayern, das klingt natürlich schon nach einem echten Klassiker. Da sind, ich habe nochmal nachgezählt, allein drei Europameister von 1996 auf dem Eis. Aber erstens ist 1996 schon ein paar Tage her und zweitens war das damals Rasen. Und heute hat man gesehen, dass der ein oder andere Europameister sich mit dem Eis noch nicht so richtig angefreundet hat. Also unser zweites Halbfinale, los geht's. So, also, wer folgt dem FC St. Pauli ins Endspiel beim Deutschen Eisfußballpokal 2009? Stuttgart in Weiß, Bayern in Rot. Stuttgart in der Vorrunde mit überzeugenderen Leistungen als Mario Basler und seine Bayern. Aber was das wert ist, haben wir im Halbfinale vorher gesehen. Oh, da rauschen sie gleich zusammen und Payman, dem ist alles wurscht. Der hat da, glaube ich, den Fuß von Gerhard Poschner im Gesicht gehabt. Interessiert ihn überhaupt nicht. Zack. Aber deshalb sind die Jungs ja hier auch so gut geschützt. Also wie gesagt, der VfB Stuttgart als Gruppensieger in dieses Halbfinale eingezogen. Die Bayern durch den Treffer von Andy Herzog in letzter Sekunde noch qualifiziert auf direktem Wege für dieses Halbfinale. Keller für den VfB Stuttgart. Gerhard Poschner, der Stehgeiger im Mittelfeld, aber der hat aber auch die Ruhe weg. Und vorne lauert dann wieder Freddy Bobic. Mit Abwehrarbeit hat das nicht, aber er verteilt die Bälle auch gut. Keller, jetzt kommt Kanz mit über die rechte Seite. Ball geht aber zurück zu Gerhard Poschner. Ah, das machen die ganz, ganz ruhig. So, Bobic. So, relativ überschaubare Dynamik hier bisher in der Anfangsphase dieses zweiten Halbfinals. Das sieht so aus, als wollten die Stuttgarter die Bayern ausgucken. Keller. Setzt sich da durch gegen den Hackl-Schorsch. Alles korrekt, aus, lässt laufen. Schorsch Hackl hat da irgendwas verloren. Spiel läuft aber weiter. So, und jetzt? Jetzt kommt der Andi Herzog hier auf die Sprecherkabine zugeflogen. Ein paar Kilo hat er, ja? Aber jetzt? Jetzt macht er das Tor! Ja, ist denn das zu glauben? Oh, jetzt tanzt er auch noch. Andi Herzog bringt die Bayern hier in Führung. Und das ist schon zum Eierlegen mit dem deutschen Rekordmeister. Wenn es denn drauf ankommt, wenn es nicht nur um die Wurst, sondern um den ganzen Grill geht, dann sind die da. Führung gegen Stuttgart. Wir warten auf die Antwort. Wo ist eigentlich Freddy Bobic? Na, hat sich da hinten auf links ein bisschen abgesetzt. Poschner lauert jetzt in der Mitte. Kanz auf rechts. Na, kein guter Pass von Bobic. Freistoß für die Bayern. Und wenn eine Mannschaft in solchen Situationen die Ruhe weckert, dann der FC Bayern. Ja, und die Stuttgarter müssen dann natürlich jetzt ein bisschen Druck machen, sonst spielen die Bayern das aber sowas von geschmeidig hier runter. Es sind noch 5 Minuten und 20 Sekunden. Ja, und jetzt kann man wieder darüber diskutieren. Haben die Stuttgarter ihren Rhythmus verloren bei diesem Luschi 0:0 zum Abschluss der Hinrunde? Da wird ja dann immer spekuliert. Und vielleicht haben sie da einfach definitiv den guten Spielrhythmus der ersten beiden Partien verloren. Oder kommen sie nochmal zurück? Guido Buchwald rückt jetzt mit auf. Kanz. Buchwald. Und mit dem Kopf geklärt, die Bayern. Mario Basler steht da hinten aber ganz sicher drin. 4 Minuten 35 Sekunden noch in diesem zweiten Halbfinale. Ganz lässig geklärt für die Bayern. Ja, und die ziehen sich jetzt vollständig zurück. Alle in der eigenen Hälfte, auch Daniel Aminati, ihr torgefährlichster Mann. Der geht jetzt ein bisschen drauf, kommt da wieder mit der Grätsche. Ballbesitz für die Stuttgarter. Buchwald.
Keller. Hat auch schon mal getroffen an diesem Abend. Oh, Handspiel, Handspiel, Handspiel von Joey Kelly. Ja, war da nicht mehr deutlich zu sehen, aber er hat ihn mit der Hand mitgeführt und das ist natürlich Freistoß für die Bayern. 3:40 noch. Also das müssen Sie ja hören hier, die Stuttgarter. Und jetzt muss da so langsam aber sicher was in Richtung Pressing bewegen, dass sie die Bayern da unter Druck setzen. So, und jetzt die Möglichkeit für den FC Bayern. Hakelcorsch. Und es käme, wenn die Bayern es schaffen, zum Duell Weltpokalsieger gegen Weltpokalsieger-Besieger. Aber noch sind wir nicht so weit. Ja, aber da geht ja gar nichts mehr zusammen beim VfB Stuttgart. ...2:45 noch. Bobic. Nee, da ist kein Durchkommen gegen die gut gestaffelte Hintermannschaft des FC Bayern. Und der Herzog ist ja unglaublich. Ja, und er träfe dann hier im Finale mit dem FC Bayern auf Elten mit St. Pauli. Ich habe es schon mal erwähnt und die haben ja am 13. Juni in Österreich dieses Spiel Elton and Friends gegen Andy Herzog and Friends. Also dann könnten sie dafür schon mal hier die große Generalprobe machen. Aber hier geht es natürlich um deutlich mehr. Das am 13. Juni ist ein Benefizspiel. Das hier ist der deutsche Eisfußballpokal. Buchwald. Wo ist der letzte Wille des VfB? Wo ist Druck in Richtung Bayern-Tor? Es sind nur noch 1:45. Bobic versucht es direkt, aber kein Problem für die Bayern. Ja, man spürt auch Jungs wie Peyman Amin, wie Daniel Aminati, die haben das von Herzog, von Helmer, von Basler schon eingeimpft bekommen. Jetzt diszipliniert stehen, jetzt hinten dicht machen, dann kommen wir in dieses Finale. Und da ist das Tor, der Ausgleich. Und ich glaube, es war ein Eigentor. Buchwald schießt und ich glaube, der Ball zumindest noch abgefälscht. Schön die Vorlage, direkt am Namen Buchwald. Ja klar, ist ein Eigentor. Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Aminati, glaube ich, war er's, der den Ball da ins eigene Tor drückt. Ist kein Treffer für den goldenen Schuh übrigens. Da führt weiterhin Raab mit 3 Toren. So, und jetzt haben wir noch 50 Sekunden. Und gibt es auch im zweiten Halbfinale ein Elfmeterschießen? Das wäre ein Ding. Noch sind wir nicht so weit. Aminati läuft in Position. Aber was macht denn Andy Herzog da? Das ist Standfußball. Nichts riskieren will er. Aber auch hier gilt natürlich, das ist eine Lotterie. Das haben wir vorhin gesehen, das Elfmeterschießen beim Eisfußball. Da kann man eigentlich nicht hinwollen. Aber es ist natürlich besser, als hier jetzt ein dusseliges Tor zu fangen. Jetzt nochmal der VfB, vielleicht die letzte Chance in diesem Spiel. Noch 20 Sekunden. Nix ist es mit dieser Möglichkeit. Und jetzt kommt nochmal der Kapitän Thomas Helmer für die Bayern. Noch 10 Sekunden, jetzt muss es schnell gehen. Also der Ehrgeiz ist zu spüren hier, die gehen ordentlich zur Sache. Das ist auch gut so. Und wir haben wieder... ein Elfmeterschießen, wieder 3, die sich trauen müssen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Thomas Helmer hier vor meiner Sprecherkabine hat gerade Probleme, übers Eis zu gehen. Ob er sich dann traut, den Strafstoß auszuführen, ich weiß es nicht. Hier sehen wir nochmal die beiden Tore, die zu dem 1:1 geführt haben. Ja, ärgerlich. Natürlich für die Bayern dieses Eigentor. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt,
Ist Bobic einer vom Punkt? Ist Poschner einer vom Punkt? Also bei Bayern würde ich mal tippen auf Basler, Herzog und Aminati. Na, Matthias Oppenhövel kann ja mal nachfragen, wer da jetzt schießt bei den Bayern. Das tun wir sehr gerne, aber der als erstes genickt hat, war der Mann da hinten eigentlich aufgeräumt hat die ganze Zeit mit dem Kopf. Mario, du schießt ein? Ja, der Trainer hat mich aufgestellt und hat gesagt, ich soll einen reinmachen. Wer ist noch mal gerade der Trainer jetzt gerade? Trainer ist Thomas Helmer, ist Kapitän und Trainer. Oh, guck mal. Hat er denn selber auch was in der Hose und traut sich oder zieht er sich zurück? Der hat was ganz Großes in der Hose. Ja, too much information an dieser Stelle. Wer schießt denn noch bei euch? Daniel, du kleiner Pechvogel, hör mal. Hast dein drittes Tor gemacht, leider in die falsche Richtung. Machst du das jetzt mit einem guten Elfer wieder weg? Ich versuche mein Bestes, das war ja peinlich gerade. Nein, nein, nein. Du wolltest klären, das rutscht dann schon mal rein, das Bällchen. Schießt du denn jetzt? Ich schieße jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin Zweiter jetzt. Wer ist denn dann Erster bei den Bayern? Dann haben wir eigentlich alle drei. Ich glaube, Mario schießt zuerst. Okay, und dann? Dann du ich, und dann? Ich glaube, der Thomas, ne? Thomas. Der Thomas, was ist mit dem Thomas? Schießt der Thomas? Nee, wir haben genug Schützen. Wer ist denn der Dritte? Ja, Mario, Andi. Andi Herzog, alles da, okay. Ja, dann ist mir das durchgerutscht. Gut, und der Fredi legt los. Ja, das habe ich vermutet. Bobic also jetzt für den VfB Stuttgart mit dem ersten Strafstoß. Es geht um den Einzug ins Finale. Und er ist drin. Mit ganz viel Muscle. Mit ganz viel Muscle. Ach du meine Güte. Gegen Mario Basler hat Freddy Bobic aber sowas von Glück. An den Poppes geht er bei Basler und dann über die Linie. Zack. Im Hintern. So, das heißt natürlich Druck für Daniel Aminati. Und er haut den drüber gegen Franz Wohlfahrt, den ehemaligen Keeper des VfB Stuttgart. Der füllt mit seiner Figur die Kiste auch ganz fast aus. Also da muss man schon genau ins Eck spielen, aber... Der geht vorbei und das heißt jetzt Keller für den VfB mit der Chance auf 2:0 zu erhöhen. Aber das war ja nix. Den guckt der Mario Basler ganz locker aus und holt ihn raus. Das heißt die Chance jetzt für Andi Herzog. Er hat in der regulären Spielzeit getroffen für die Bayern. Er kann jetzt ausgleichen gegen Franz Wohlfahrt. Das ist ein Ding, ne? Österreicher unter sich beim Fußball. Oh je. Andi Herzog gegen Franz Wohlfahrt. Und Wohlfahrt hält ganz lässig. Aber auch nicht gut geschossen von Herzog. Und wir haben die Situation. Trifft Gerhard Poschner jetzt für Stuttgart, ist der VfB im Finale. Trifft er nicht, haben wir das gleiche Spielchen wie vorhin. Zwischen Pauli und Köln. Er trifft nicht. Er trifft nicht. Und jetzt kommt Super Mario für die Bayern. Super Mario mit der Chance hier noch auszugleichen. Das Publikum scheint nicht voll auf seiner Seite zu sein. Und er scheitert und der VfB Stuttgart ist im Finale. Franz Wohlfahrt macht's. Der VfB Stuttgart ist im Finale und bei mir ein Weltmeister. Ein Weltmeister von 1990, Diego. Diego Buchwald, der Mann, der Maradona so kalt gemacht, dass er danach schneesüchtig wurde. Ist das noch ein schöneres Erlebnis als damals? Jetzt im Finale um den deutschen Eisfußballpokal? Ja, es ist ein ganz tolles Erlebnis, ist doch ganz klar. Natürlich, die WM war auch toll, aber heute ist was anderes. Und wir haben auch im Halbfinale gewonnen, im Elfmeterschießen.
Also werden wir auch das Finale gewinnen. Alles so wie früher. Ja. Oh, Fritzle, die alte Handtasche kommt auch noch zum Gratulieren. Finde ich sehr, sehr gut. Man hat gemerkt, dass der VfB so ein bisschen im Halbfinale an Rhythmus verloren hat im Vergleich zur Hinrunde. Wie ist das zu erklären? War ja beim 1. FC Köln auch so. War die Pause zu lang oder jetzt mit 8 Minuten die Spielzeit? Oder warum seid ihr so ein bisschen rausgekommen? Ja, okay, die Kraft wird natürlich ein bisschen weniger und das Eis wird noch glatter. Vielleicht müssen wir ein bisschen streuen, dann wird es wieder besser. Nein, das werden wir nicht tun. Im Gegenteil, wir werden noch ein bisschen Wasser drauf tun. Guido Buchwald, meine Damen und Herren, sehen wir gleich im Finale wieder, Olli. So sieht das aus. Wir gratulieren natürlich dem VfB Stuttgart zum Finaleinzug. Bei mir Stefan Raab, der das alles noch mal Paroli laufen lässt, was heute passiert ist, wie Horst Rubesch sagen würde. Ja, das war ja im Vergleich zu eurem Halbfinale phasenweise Seniorenfußball, was wir da gerade gesehen haben, oder? Ja, also ich meine, wir haben halt das Glück gehabt, dass wir auch gegen eine sehr gute, taktisch aufgestellte Mannschaft gespielt haben. Und der Elfmeterschießen, im Elfmeterschießen sieht man ja, das ist schon ein bisschen Lotterie. Auf dem Eis noch mehr als auf dem Rasen, ja. Da steckt man nicht so richtig drin. Ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne im Finale gespielt, aber jetzt drücke ich in alter Fanfreundschaft dem FC St. Pauli die Daumen. Ja, natürlich. Das muss man jetzt machen. Hier sehen wir nochmal die Bilder aus eurem Halbfinale. Ja, Stuttgart gegen Pauli, da wird ja der ein oder andere Zuschauer mit Kurzzeitgedächtnis drauf kommen. Das war das Spiel unter, ich sag mal, Schieberverdacht in der Gruppenphase. Die haben so gesehen, was wieder gut zu machen, oder? Ja, da wird man jetzt sehen, was wirklich in dem Spiel drinsteckt, jetzt im Finale. Und ich glaube, da werden beide alles geben. Denn dieser Pokal macht sich natürlich hervorragend im Trophäenschrank. Und ich glaube, St. Pauli kann auch gut einen gebrauchen. Und du hast ja immer noch Hoffnung auf den goldenen Torjägerschuh, ne? Führst ja, das da kann doch sein. Wenn ich ein bisschen Glück habe, dann nehme ich hier auch noch einen Preis mit heute. So sieht's mal aus.